Hallo zusammen, euer Bonsai von Don Carne. Heute zeige ich euch, wie man diese fantastische Bolognese zubereitet. Heute machen wir eine Bolognese. Eins meiner Lieblingsrezepte aus der italienischen Küche. Das Besondere ist, wir benutzen hier ein Ribeye von der Simmentaler Ferse. Ich kann förmlich hören, wie ihr jetzt ruft, oh Gott, nein, das kann man nicht machen, das muss man als Steak grillen. Aber wir wollen euch eine Alternative aufzeigen, die ihr machen könnt, wenn ihr am Wochenende eine Grillfeier hattet, da bleibt was über. Warum nicht eine richtig, richtig gute Bolognese? Das wird der Wahnsinn. Zur Vorbereitung. Wir werden von unserem tollen Ribeye hier das Fett entfernen. Das nutzen wir dann, um das Gemüse und die ganzen anderen Sachen ein bisschen anzuschwitzen. Da haben wir dann schon den tollen Simmentaler Fleischgeschmack mit dran. Das Fleisch wird, anstatt das mit dem Fleischwolf zu machen, einfach mit dem Messer zu einem Tartar verarbeitet, ruhig ein bisschen grober. Das würden die italienischen Mamas sehr wahrscheinlich genauso machen. Und mir schmeckt das persönlich auch viel, viel besser, wenn ich so ein bisschen Struktur in der Bolognese habe. Meine Version von der Bolognese mache ich heute im Dutch Oven. Ich habe hier Staudensellerie, Karotten, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch. Das wird alles fein gehackt. Anfangen tue ich mit dem Knoblauch. 2-3 Zehen, fein hacken, im ausgelassenen Fett vom Simmentaler ein bisschen anschwitzen. Bevor ich das andere Gemüse dazugebe, den Knoblauch wieder rausnehmen. Also das wird uns sonst zu intensiv werden. Wenn das Gemüse Farbe angenommen hat, geben wir das Fleisch dazu, lassen das auch ein paar Röstaromen annehmen, dass es ein bisschen Farbe bekommt. Und dann geben wir das Tomatenmark dazu. Unsere Bolognese ist auf dem Grill. Es riecht schon fantastisch, das Gemüse ist angeschwitzt, das Fleisch ist dazugekommen, hat auch schon Farbe angenommen. Wir löschen das Ganze jetzt mit Chianti ab. Nehmt einen Wein, den ihr auch trinken würdet. Das kommt dem Gericht einfach zugute. 250 bis 300 Milliliter. Direkt im Anschluss die gestückelten Tomaten dabei und was von den passierten Tomaten dazu. Das Ganze wird einreduziert und alle halbe Stunde schaue ich einfach nach, wie viel Flüssigkeit noch im Topf ist und gebe ansonsten ein bisschen was von dem Gemüsefond dazu. Je länger die Bolognese kocht, desto besser wird sie. Unsere fantastische Bolognese ist fast fertig. Wir haben jetzt schon insgesamt dreimal Gemüsefond aufgegossen. Beim ersten Mal aufgießen habe ich noch zwei Lorbeerblätter dazu gegeben, damit es noch einen schöneren Geschmack gibt. Ist jetzt Zeit, sich um die Nudeln zu kümmern. Nehmt bitte Hartweizengrießnudeln und nichts mit Ei. Und bitte gebt kein Olivenöl oder Fett oder irgendwas mit ins Kochwasser. Das würde dafür sorgen, dass die tolle Bolognese nicht mehr so schön an der Nudel haftet. Und die Nudeln bitte al dente kochen, damit noch ein bisschen Biss in der Nudel bleibt. Wir haben jetzt hier unsere Wahnsinns-Bolognese im Teller angerichtet. Ich kann es kaum abwarten, ich muss einfach mal probieren. Ist der Wahnsinn. Man fühlt sich sofort in seine Kindheit zurückversetzt. Die Bolognese ist mega. Die Tomate ist da, der Wein ist da, die Gewürze sind da. Aber absolut genial ist einfach die Textur von dem Ribeye. Die großen Stückchen Ribeye, nicht dieses ganze Feingewölfte, sondern wirklich was, wo man noch was zu kauen hat, wo die Struktur da ist. Für mich ist dieses Ribeye hier in der Bolognese keine Verschwendung, sondern absolut korrekt am Platz. Schmeckt super, ist absolut genial. Würde mich freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr eure perfekte Bolognese macht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Bonsai.